Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Dinosaur Death Race. Die Kandidaten stehen bereit und wir kommen jetzt erstmal zu den Regeln für das heutige Rennen. Insgesamt haben wir 10 Kandidaten, die hier gegeneinander antreten und versuchen möglichst viele Punkte zu sammeln. Davon fahren immer die jeweils gleichfarbigen Jeeps in einem Team. Allerdings ist es so, dass nicht alle gleichzeitig fahren, sondern es fahren erst die ersten 5 vorne und dann die zweite Fuhre, die weiter hinten steht. Punkte sammelt man, indem man die Strecke durchfährt und möglichst viele Hindernisse hinter sich lässt. Die einzelnen Bereiche sind auch mit der jeweiligen Punkteanzahl versehen. So kann man immer sehen, wie viele Punkte man gerade sicher hat. Und insgesamt gibt es 8 Bereiche. Man scheidet immer dann aus, wenn das eigene Fahrzeug hier zerstört und fahrunfähig gemacht wird. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel im zweiten Gehege fahrunfähig gemacht werde, habe ich insgesamt 2 Punkte gesammelt. Falls man es schaffen sollte, die gesamte Rennstrecke hinter sich zu lassen und hier über die Ziellinie zu fahren, hat man hier auch nochmal Bonuspunkte sicher. Der erste, der es schaffen sollte, bekommt nochmal 5 Bonuspunkte, der zweite 4 Bonuspunkte, der dritte 3 und so weiter. Und ganz am Ende werden dann die Punkte des gesamten Teams zusammengerechnet und das Team, was die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Und als kleinen Anreiz gibt es für das Gewinnerteam heute jeweils 5000 Dundee-Punkte zu gewinnen. Und dann kommen wir schon zu den ersten 5 Teilnehmern, die hier heute antreten werden. Da haben wir für Team Blau als erstes Dane RS. Der erste Fahrer für Team Rot, das ist Isabelle. Für Team JWE geht als erstes an den Start DTV Entertainment. Und für Team Retro ist der erste Fahrer Pietro Ribecca. Und dann kommen wir zu Team Orange. Team Orange ist mal wieder unser VIP-Team und dort werden dann unsere Mitglieder vom Kanal, die VIPs, nochmal eine zusätzliche Chance haben. Und das Ganze werde ich jetzt direkt auslosen. Können wir schon mal auswählen. Dann blende ich mal unser Mitglieder-Glücksrad ein. Das seht ihr hier. Und je nach Mitgliederstufe sind dann die Mitglieder von meinem Kanal dort vertreten und haben dann eine zusätzliche Gewinnchance, hier teilzunehmen. Und der erste Teilnehmer von den VIPs, das ist heute eine Meinung. Herzlichen Glückwunsch. Du bist heute beim Rennen dabei. Und damit haben wir unsere ersten 5 Kandidaten hier ermittelt. Die zweite Fuhre steht schon da hinten bereit, aber zu denen kommen wir später. Erstmal startet jetzt das Rennen für Dane RS, Isabelle, DTV Entertainment, Pietro und eine Meinung. Und ich würde sagen, los geht's. Bin sehr gespannt. Ist lange her, dass wir so ein Rennen gemacht hatten. Mal schauen, wie die sich hier schlagen werden. Der Start sieht schon mal sehr interessant aus. Momentan sind Orange und Rot vorne. Aber das heißt ja noch nichts, ne? Ihr kennt ja das Death Race. Dort ist die Geschwindigkeit nur semi-entscheidend. Geht eher darum, weit zu kommen. Schnell zu sein ist aber meistens ein Vorteil, wenn man dann keine nervigen Fahrer vor sich hat. Oh, eine Meinung kriegt jetzt hier schon leichten Schaden, aber das ist nicht schlimm. Alles noch im grünen Bereich. Kommt jetzt hier super durch, so wie es aussieht. Nochmal durchs Wasser und das erste Gehege hinter sich gelassen. Mit 2 Schaden. Dicht gefolgt von Pietro. Und dahinter haben wir dann Isabelle, DTV und Dane RS. Die haben so ein bisschen mehr Probleme, aber wir bleiben mal vorne an der Spitze. Und schauen den beiden mal hier zu, wie die sich schlagen. Das Gehege hier ist sehr, sehr gefährlich. Das ist der Todesfelsen, falls ihr euch noch erinnern könnt. Da sind schon viele Kandidaten ausgeschieden. Und eine Meinung bleibt jetzt davor stehen und wird überholt von Pietro. Der macht das gut. Er wird jetzt allerdings gestreift. Eine Meinung setzt zurück. Und er wird jetzt geblockt von Rot. Und bleibt immer noch hängen am Felsen. Oh, da hinten sieht das auch schon böse aus. Also eine Meinung hat richtig Schwierigkeiten dann am Felsen. Oh, Pietro hat jetzt richtig Schaden bekommen. 56% hat er noch. Oh, eine Meinung wird auch weggerammt da hinten. 67%. Ja, das Gehege hier ist echt heftig. Als nächstes Gehege kommt Gehege 3 mit den Ziegen. Das ist auch immer super interessant.
Kann echt tödlich enden hier, die kleinen Ziegen. Die darf man nicht unterschätzen. Hier sind jetzt drei Kandidaten drin. Für Pietro sieht es hier gar nicht so gut aus. Oh, jetzt wird hier DTV Entertainment aber auch ganz schön beschädigt. Wird jetzt komplett weggeschoben. Oh, DTV Entertainment ist raus. Und auch Pietro wird hier komplett zerquetscht. Drei Punkte für die beiden Kandidaten. Rot schafft es, Isabel. Und eine Meinung. Und Dane RS haben hier noch Probleme. Eine Meinung hat auch nur noch 0%. Ist damit ausgeschieden in Gehege 2. Zwei Punkte. Dane RS hat jetzt das Problem, dass er nicht nur Dinos hier vor sich hat, sondern auch einen Frack. Und wird jetzt auch weggerammt. Eieiei. Wir springen aber schnell wieder an die Spitze. Nicht, dass wir so viel verpassen. Hier wird es nämlich richtig spannend jetzt. Isabel macht das nämlich hier super. Die macht das richtig gut. Die schlängelt sich jetzt hier durch zwischen den großen Sauropoden. Und ist jetzt, glaube ich, schon im vierten Gehege, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber nicht sicher. Oh, das war knapp. Ihr seht ja oben auch die Anzeige. Falls da noch ein viertes rotes Auto erscheint, wisst ihr, dass da hinten Dane RS ausgeschieden ist. Kann ja leider nicht beide gleichzeitig verfolgen. Oh. Isabel hat den Wagen abgesoffen. Kommt auch selten vor. Aber das ist ja halb so schlimm. Die Dinosaurierbedrohung ist immer noch am Start, aber Dane RS scheint noch nicht ausgeschieden zu sein. Oh! Isabel wird jetzt hier... ist weggeglitscht. Eieiei. Ich glaube, Dane RS wurde zerstört. Isabel wurde rausgeschoben. Ja, Dane RS ist auch hier bei den Nasuto Ceratopsen ausgeschieden. Hat es leider nicht mehr vorbeigeschafft. Zwei Punkte für ihn. Mit Isabel müssen wir mal gucken. Also ich würde sagen, da wir gesehen haben, wo sie weggeglitscht ist, würde ich sagen, geben wir auch die dementsprechende Punktzahl. Ansonsten würde ich das unfair finden, weil das hatten wir jetzt vorher nicht festgelegt. Deswegen würde ich sagen, in der ersten Runde hat eine Meinung zwei Punkte gesammelt. Dane RS zwei Punkte. Dann haben wir hier vorne DTV Entertainment mit drei Punkten und Pietro auch, der liegt hier sogar noch auf der Seite. Und wie gesagt, dann haben wir noch Isabel, die ist hier vorne in den Wald gedrückt worden, aber hat trotzdem vier Punkte gesammelt, weil das wäre sonst meiner Meinung nach zu gemein, wenn sie fürs Wegglitschen hier gar nichts mehr bekommen würde. Und dann kommen wir schon zur zweiten Fuhre für heute. Da haben wir als Teammitglied für Team Retro einmal Philipp K. Herzlichen Glückwunsch. Und der zweite Fahrer für Team Blau, das ist Roter Herr. Roter Herr im blauen Auto, klingt auch ganz gut. Und dann haben wir den zweiten für Team VIP, den müssen wir natürlich jetzt noch live, beziehungsweise ich lose den jetzt live aus, nämlich mit unserem Mitgliederglücksrad. Schauen wir doch mal, wer das wird. Dir Doofmand! Herzlichen Glückwunsch, das hast du dir doch verdient. Ihr Doofmand war Premium VIP, hatte die dreifache Chance. Du hast dich qualifiziert, du bist dabei. Als Teammitglied für eine Meinung. So, dann blende ich das mal wieder aus. Und dann geht's weiter. Der zweite Fahrer für Team Rot, das ist Noah Gramm. Du bist auch mit am Start. Und der letzte Fahrer für heute, das Teammitglied für Team JWE, das ist Imanu Man. Und jetzt würde ich sagen, geht's auch los für euch. Die Pforten öffnen sich und das Rennen beginnt. Ich bin jetzt sehr gespannt. Die zweite Fuhre an Fahrern hat es natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil die Fracks von den Vorgängern noch im Weg liegen. Die wurden nicht entfernt. Und am besten weg kommt ihr, Team JWE. Die anderen haben sich alle so ein bisschen gegenseitig blockiert. Oh, was machen die denn da hinten? Die bocken sich hier schon auf, das ist ja unglaublich. Aber wir springen mal jetzt an die Spitze. Team JWE mit Imanu Man ist nämlich hier schon im Gallimimus-Gehege. Und Team Blau kriegt jetzt hier schon ein bisschen Schaden. 86% noch, also alles noch im Rahmen. Und da hinten kommen jetzt auch die anderen Fahrer. Oh! Oh mein Gott! Der Doofmann hat es aber eilig, der hat sich jetzt hier gut vorgedrängelt. Das war ein ganz schön stylischer Move. Das war sehr, sehr gut gefahren. Also wirklich. So, Imanu Man hat es jetzt hier geschafft. Kommt jetzt gleich schon in das zweite Gehege.
Die anderen hängen noch alle da hinten fest, aber wir bleiben mal vorne. Hier liegen schon die Frags von Eine Meinung und DNRS. Zum Glück hier am Rand mittlerweile. Das heißt, die blockieren hier nicht wirklich. Immanuman macht das gut. Der bleibt hier nicht am Felsen hängen. Der Todesfelsen, der hat, glaube ich, schon vielen Fahrern das Genick gebrochen. Und da hinten kommen jetzt auch die anderen Fahrer. Nämlich Dia und Ruta Herr. Ich hoffe, es wird jetzt noch keine Ausscheiden im Galli-Gehege. Und ich kriege das nicht mit. Na, ich sehe da hinten schon wieder den nächsten Fahrer. Nämlich Team Retro kommt auch. Oh! Und? Wird hier direkt ein bisschen weggerammt. Oh, Dia Doofmann hat auch da Probleme. An dem Felsen, so wie es aussieht. Also Team Orange hat hier richtig Probleme. Immanuman kriegt jetzt auch nochmal einen mit. Oh, oh. Oh, Team Retro, nutzt die Chance. Quetscht dich durch. Bleibt jetzt aber auch wieder hängen. Ich glaube, das wird richtig spannend. Weiß nicht, wo Team Rot abgeblieben ist, wenn ich ehrlich bin. Oh, da kommt Team Rot. Noah hat auch noch viel Leben am Start. Oh, 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 das ist hier echt eine knappe Kiste. Team Retro. Philipp K., ja, fährt vorbei. Der macht das gut. Kommt jetzt ins nächste Gehege, aber wir bleiben mal eben hier. Nämlich ganz schön spannend hier. Dia Doofmann und Noah Gramm hängen jetzt noch hier ordentlich fest. Aber Dia Doofmann macht das jetzt gut. Weicht hier sogar aus. Im Kopfstoß von dem... Oh, Nasuto Ceratops. Quetscht dich jetzt hier so ein bisschen durch, bleibt aber hängen. Oh, macht das aber gut. Noah hat jetzt einen mitbekommen, so wie es aussieht. Sieht's hier vorne aus. Der Fahrer ist schon hier vorne, der Philipp. Oha. Okay, das ist krass. Roter Herr hat's jetzt auch geschafft ins Ziegengehege. Wir gehen mal an die Spitze. Das ist halt immer das Problem, ne? Ich kann nicht alles beobachten, aber wir werden ja gleich sehen, wo die Fracks liegen. Falls wir das verpassen. Wir bleiben jetzt erstmal wieder vorne bei Philipp. Schau mal, wie der sich schlägt. Der ist jetzt auf jeden Fall auch hier im vierten Gehege. Wird jetzt hier von dem Mamenchi, ist das, glaube ich, schon weggeschoben. Ja, da musst du jetzt schnell weg. Der Mamenchi ist jetzt zum Glück abgedreht. Ich glaube, das ist ein Vorteil für dich. Ja, fahr vorbei. Sehr gut. Oh, bleib nochmal hängen. Und da hinten kommt schon der nächste Fahrer. Nämlich Roter Herr. Der hat es auch ins vierte Gehege geschafft. Diese Stelle hier ist immer super gefährlich, weil dadurch, dass es die ganze Zeit bergab geht, kann man hier wirklich richtig schnell irgendwo drauf fahren. Und alle hier Dinosaurier dem Weg stehen. Oh, super gefahren. Richtig gut. Philipp K. macht das super, wirklich. Ist jetzt auch hier in dem Busch, wo vorhin... wie hieß sie denn? Name vergessen. Isabel war es, glaube ich, ne? Ausgeschieden ist. Kommt jetzt hier ins nächste Gehege, Gehege Nummer 5. Das haben wir heute noch gar nicht gesehen. Er macht das wirklich gut. Würde gleich gerne mal gucken, was hinten abgeht. Ich pausiere mal einmal ganz kurz. Nur für den aktuellen Zwischenstand. Also Team Blau ist auch gerade hier in dem Gehege. Team Orange auch. Also Dia Doofmann hat es auch geschafft. Sehr schön. Ja, jetzt ist es natürlich schwer zu unterscheiden, was Frack ist, was nicht. Das hier dürfte aber der Fahrer sein. Der auch noch am Start ist, der ist, glaube ich, noch nicht ausgeschieden, also für Team JWE. Und hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch einen. Ja, Team Rot ist hier noch, das war Noah, glaube ich. Der ist hier hinten noch, aber noch nicht ausgeschieden. Hier steht kein Frack mehr, ne? Nö. Habe ich jetzt nur mal kurz gemacht, um einen Zwischenstand zu haben, weil die Fahrer alle so weit auseinander sind. Jetzt springen wir aber wieder an die Spitze. Da geht es jetzt nämlich weiter. Für Philipp. Oh, der macht das... Alter, wie schnell! Und er rammt hier einfach die Jurassic Tour weg. Also der Philipp, der kennt da nichts. Das ist ja schon unglaublich. Hammer, wie er sich hier durchschlängelt. Ist jetzt schon im sechsten Gehege. Oha. Das sind hier richtig Punkte für Team Retro. Oh, jetzt hat er ein Problem. Jetzt hängt er an einem Spinoraptor. Und die sind super gefährlich. Er muss jetzt hier dringend raus aus dem Gehege. Oh, oh. Ja. Gut vorbeigefahren. Das war sehr gut. Ich habe noch keine zerstört. Nachricht oben gesehen. Oder hier oben rechts erscheint die ja auch, wenn jemand zerstört wird. Das sieht hier gut aus. Philipp K. ist im siebten Gehege. Ist
das hier eventuell schon der Sieg für sein Team? Wer weiß, wer weiß. Wenn er es hier ganz schaffen sollte, dann sammelt er sogar noch Bonuspunkte. Das ist natürlich dann mega krass. Er macht das hier wirklich richtig, richtig gut. Langsam den Berg hoch, schön vorsichtig. Oh, jetzt rollt er sogar rückwärts runter. Na, er hat's aber. Schafft es jetzt. Quetscht sich hier durch und fährt jetzt hoffentlich an den Chachas hier vorbei. Kakaro Dantos. Und, oh nein, jetzt bleibt er hängen. Oh, oh, das ist, glaube ich, RIP. Jo, oh mein Gott. Aber sowas von. Egal. 7 Punkte. Richtig gute Leistung, also wirklich. Und hier ist schon der nächste Fahrer direkt. Roter Herr haben wir hier. Auch schon in Gehege 6. Also die zweite Fuhre, der Fahrer schlägt sich deutlich besser. Macht das jetzt hier auch gut. Nutzt die Chance, während die Dinosaurier abgelenkt sind mit Angeln. Komm schon. Gib Gas, Roter Herr. Oh, das wird eine knappe Kiste. Der wird es auch ins siebte Gehege geschaffen. Da hinten kommt schon der nächste Fahrer. Kann man das schon sehen? Ja, ist echt immer schade, dass ich nicht alle gleichzeitig beobachten kann. Tut mir immer für die Fahrer leid, die dann nicht beobachtet werden und dann irgendwie ausscheiden und das nicht mal mitbekommen. Aber geht halt nicht anders. Ich kann ja meine Augen nicht überall haben. Machst du super, Roter Herr. Oh, oh, das wird jetzt gefährlich. Das wird richtig gefährlich. Ich glaube, das könnte dann aus sein. Oh, die brüllen, das ist ja übel. Du hast aber noch nicht deren Attention. Oh, 2% leben noch. Und da kommt der nächste. Oh, oh. Oh. Das war's für dich, Roter Herr. Gehen wir schnell wieder zurück. Oh, da hinten kommen schon die nächsten Kandidaten. Die sind auch im siebten Gehege. Das ist ja unglaublich. Noah Gram und Immanuman. Wow. Kurze Pause mal eben. Sorry, Leute, für die kurze Unterbrechung hier. Die Katze wollte unbedingt raus. Jetzt schon rumgejault. Wo haben wir stehen geblieben? Ach ja, hier war Noah und hier war Immanuman. Oh, Immanuman ist hier auch jetzt eingeklemmt. Ist schon zerstört. Oha, okay. Immanuman ist ausgeschieden. Auch 7 Punkte für ihn. Also die zweite Fuhre schlägt sich richtig gut. Der einzige, der noch fehlt, ist Diadolfmand. Den sehe ich aber auch gerade nicht. Keine Ahnung, ob der schon ausgeschieden ist. Müssen wir gleich herausfinden. Aber krass, dass alle hier so weit kommen. Noah war vorhin der Letzte mit Abstand. Und quetscht dich jetzt durch. Also ihr seht schon, man muss hier nicht unbedingt schnell sein, um weit zu kommen. Kann ich irgendwo Noah, Diadolfmand sehen auf die Schnelle? Sieht nicht gut aus. Ich sehe ihn hier vorne nicht irgendwo. Könnte sein, dass er hinten ausgeschieden ist. Das finden wir gleich heraus. So, Noah Gram, du machst das super. Oh, bleibst jetzt hier hängen. Das ist das achte Gehege. Wenn er das hier schafft, gibt es richtig fett Bonuspunkte. Das ist aber nochmal sehr, sehr schwer, das Gehege. Sieht aber gut aus für Noah. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, hier kann nicht mehr viel passieren. Hier ist die Ziellinie. Und? Das hast du geschafft, Noah Gram. Oder Noah Gram. Mit 37% Leben. Herzlichen Glückwunsch. 5 Bonuspunkte für euer Team. Mega, mega gut. Wir schauen jetzt nochmal ganz schnell, wo sich Diadolfmand aufhält. Ich hoffe, der ist nicht weggeglitscht. Das wäre doof. PTV, Pietro. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Er ist halt wirklich verschollen. Also Leute, Diadolfmand scheint irgendwo weggeglitscht zu sein. Weiß der Geier, wo das war. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir ihn als letztes gesehen haben. Er steht aber jetzt in der Base. Hm. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt handhaben. Ich würde fast sagen, es wäre am fairsten, dass wir ihn einfach nochmal alleine einmal fahren lassen. Ich glaube, das ist dann ganz okay, oder? Als Regelung. Ich hoffe. So, Diadolfmand geht jetzt nochmal alleine an den Start. Hat aber auch die Frax von der Vorrunde jetzt auch ganz normal im Weg. Also hat die gleichen Chancen wie vorhin.
Ich lasse ihn jetzt auch nur noch mal fahren, weil wir nicht wissen, wo er ausgeschieden ist. Bei Team Rot war es ja auch der Fall, dass sie weggeglitscht war, aber da haben wir halt gesehen, wo, und dann konnten wir auch die Punkte dementsprechend vergeben. Bei dir durfte man wissen, wir halt nicht, wo das Ganze passiert ist und wie weit er gekommen ist. Deswegen muss er hier noch mal fahren. Ich denke mal, das ist die fairste Regelung. Und das Ganze hier. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich hoffe, er kommt jetzt zumindest auch in Gehege 4, weil ich glaube, da haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Beziehungsweise Gehege 3 oder so. Nicht, dass er jetzt hier noch weniger Punkte sammelt. Aber falls das so ist, dann ist das so. Können wir dann auch nicht ändern. Ist jetzt ein neuer Versuch. Ich bin sehr gespannt, wie weit er kommt. Hängt jetzt hier auch so ein bisschen im Nasuto-Ceratops-Gehege. Ich hoffe, er bleibt jetzt nicht wieder hier vorstehen. Das gibt's doch nicht. Er hat aber noch 96%. Oh, jetzt. Da hat's Klick gemacht. Sehr schön. Jetzt geht's weiter. Bis jetzt macht er das gut. Jetzt wird er leider hier ein bisschen weggedreht. Und könnte jetzt hier richtig Probleme kriegen. Oha. Das ist gefährlich. Oh, oh. Du musst da weg. Mit den Hörnern würde ich mich nicht anlegen. Gar nicht gut. Komm schon, Gekumi. Baust da jetzt. Spring einfach über den Felsen. Wäre wahrscheinlich die beste Variante. Er versucht es vorsichtig zu machen. Er hat die Nasuto Ceratops auch noch nicht provoziert. Die sind noch ganz entspannt. Das sieht gut aus. Sehr, sehr gut, ihr Doofmann. Jetzt geht's ins Ziegengehege. Er wird hier direkt begrüßt von der kleinen Ziege. Von hinten kommen noch die Nasuto Ceratopser. Aber die machen nichts. Alles gut. Du machst das super, Dia. Lass dir ruhig Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Mach vorsichtig, langsam. Und lass dich nicht hier einklemmen. Oha. 44%. Ich glaube, langsam machen bei den Ziegen ist vielleicht keine gute Option. Weil das sind so viele, dass die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, umso höher, wenn man lange in dem Gehege ist. 44 immer noch. Ich glaube, nur so leicht weggerammt zu werden, ist gar nicht so schlimm. Aber dieses Einklemmen zwischen Mauer und Ziege oder Ziege und Ziege ist das Schlimme. Oh Gott. Die Ziegen haben gar keinen Bock auf die, ja? Asche. Jetzt hier an dem Engpass ist auch nochmal krass. Oh. Oh Gott, er wird hier komplett weggeschoben. In alle Richtungen. Das ist mega gemein irgendwie. Die Ziegen spielen richtig mit ihm. 24% noch. Gib Gas. Team Orange kann es hier noch schaffen, wenn die ja hier ins Ziel kommt. Aber er hat es jetzt hier ins vierte Gehege geschafft und macht das super. Hier auch nochmal durchs Wasser. Und jetzt geht es hier bergab. Jetzt nimmt er Fahrt auf. Und jetzt wird es richtig gefährlich. Oh oh. Also das hier ist echt immer schlimm. Macht das aber gut. Bleibt jetzt hier noch an keinem Dino hängen. Wie es aussieht. Fällt jetzt hier schön am Rand vorbei. Und jetzt kommen wir nochmal Stegos. Oh, knapp. Aber er hat es geschafft. Ab ins nächste Gehege. Sehr schön. Der ist jetzt hier auch super schnell unterwegs. Schlängelt sich jetzt hier dran vorbei. Boah, das sind ordentlich Punkte, die du hier sammelst. Das hätte ich nicht gedacht. Nach dem Anfang. Oh. Oh. Oh, oh. Eieiei. Okay. Bleibt er hier hängen am Baryonyx. 3%, noch 2% und zerstört. Damit ist Diadochmann ausgeschieden. Hat aber 5 Punkte gesammelt. Ich glaube, das ist auch ungefähr die Punktzahl, die er vorhin wirklich erreicht hatte. Das kommt, glaube ich, hin. Ich hoffe, das war eine faire Lösung und wir gehen jetzt zur Siegerehrung. Kommen wir nun zur Siegerehrung für heute. Da haben wir auf dem 4. Platz Team Orange mit einer Meinung und Diadochmann und insgesamt 7 gesammelten Punkten. Und dann geht schon zum Treppchen, nämlich der Bronzemedaille, dem 3. Platz. Der geht heute an Team Blau mit Dane S und Roter Herr.
Die haben insgesamt 9 Punkte gesammelt. Und den zweiten Platz, den teilen sich heute Team Retro mit Pietro und Philipp und 10 gesammelten Punkten. Und die teilen sich das Ganze mit Team JWE, DTV Entertainment und Imanuman. Logischerweise auch 10 gesammelte Punkte. Das heißt, Team Retro und Team JWE sind beide auf Platz 2. Und damit ist logischerweise Team Rot hier das Gewinnerteam. Herzlichen Glückwunsch an Isabel und Noah Gramm. Wirklich richtig krasse Leistung von dir, Noah. Du hast das Rennen als einziger heute abgeschlossen. Damit hast du 8 plus 5 Bonuspunkte gesammelt. Und Isabel hat auch nochmal starke 4 Punkte obendrauf gelegt. Insgesamt 17 Punkte. Herzlichen Glückwunsch an euch beide zum Sieg. Ihr bekommt natürlich eure Dandy-Punkte gutgeschrieben. Und falls ihr nächsten Sonntag um 12 Uhr bei dem nächsten Mitmachprojekt mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal Hashtag Dandy unten in die Kommentare schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Premiere-Chat. Und das gilt auch für die VIPs, das ist auch ganz wichtig. Also wenn ihr VIP seid und diese zusätzliche Chance haben wollt, schreibt auch eben Hashtag Dandy unten in die Kommentare. Ganz wichtig. Und ja, jetzt bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Freude. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.